Hallo, Freunde des Gepflegten, den Monstern den Stiefel bis zum Schaft in den Arsch treten. Mein Name ist Mario und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Diablo 3. Der Ripper of Souls in the Hardcore-Modus. In the Air. In the Everywhere. Neues Wissen. Ich weiß so vieles schon. Ich weiß zum Beispiel, was jetzt passiert. Ich werde verraten von Adria. Und kriege von ihr gesagt, dass sie die ganze Zeit nur Diablo in die Hände gespielt hat. Und dass meine kleine Freundin, wie heißt denn die Kleine mit dem knackigen Hintern? Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Die mit dem Bogen rumgerammt, pium pium, ah, keine Ahnung. Sie ist jetzt das Gefäß für Diablo, dem ich mich jetzt im vierten Akt wieder entgegenstellen muss. Dieses Geräusch, was ich eben gerade von mir gegeben habe, hat keiner gehört. Ich muss unbedingt versuchen, das nachher rauszuschneiden. Diese Körperfunktionen haben nichts verloren in meinen Videos. Außer natürlich, ihr wollt das unbedingt, aber ich wage das mal einfach jetzt gerade zu bezweifeln. Wer will das schon? So. Komm her. I've lost you. Da ist er doch. Du bist ein Diener von Diablo, dass ich nicht lache. Ey, wo ist er schon wieder hin? Du bist ja ein toller Diener von Diablo. Feiges Hühnchen bist du. Ein feiger Chicken Wing. Ein Chicken McNuggets sollte man aus dir machen. McDonald's verarbeitet doch sowieso alles zu Chicken McNuggets. Ist doch gar kein Thema. Es juckt dir doch mal, was da alles. Ja, stirb, Diener von Diablo. Nicht genug Zorn. Ich bin nicht zornig genug. Dann sag mir was über meine Mutter, Iskatu. Da traust du dich das etwa nicht, hä? Fotze. Kleine. Habt ihr eigentlich gewusst, dass es irgendwo in Deutschland eine Straße gibt, die Amfötzchen heißt? Es ist ernsthaft, es ist kein Witz. Ihr könnt das gerne googeln. Ist halt scheiße, wenn du dann da wohnst und es brennt da und du rufst bei der Feuerwehr an und die Feuerwehr fragst, wo es brennt. Wo brennt's denn? Es brennt am Pfötzchen, geil. Das glaubt dir doch kein Mensch, außer natürlich, gut, die Feuerwehr kennt das Pfötzchen sehr wahrscheinlich schon. Das ist schon krass. Ja, man kann dieses Wort benutzen, ohne dass man irgendwie was Schweinisches sagt. Ne? Das ist einfach nur eine Straße. Am Pfötzchen, 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 am Pfötzchen. Ich wäre ja mal froh, wenn es aufhören würde zu ruckeln. Ich verstehe auch ehrlich gesagt mittlerweile gar nicht mehr, warum es überhaupt ruckelt. Ich habe mir letztens nochmal die Anforderungen von Diablo 3 angeguckt, die offiziellen. Und ich bin ja weit über den Empfohlenen von Blizzard drüber. Also ich verstehe echt nicht, warum es ruckelt. Ich kann das nicht nachvollziehen. Mein Prozessor ist deutlich schneller, als er sein muss. Ich habe deutlich mehr Arbeitsspeicher als empfohlen ist. Und auch meine Grafikkarte ist deutlich höher anzusiedeln. Als die empfohlen ist. Aber trotzdem. Oh, Vorsicht. Nicht einkreisen lassen. Zarin Giergalben. Wie wär's, wenn du einfach mal stirbst? Na komm schon. Was? Ich wollte den scheiß Dolch gar nicht mitnehmen. Und das da wollte ich eigentlich ankrabbeln. Nur halt auf der anderen Seite, das da. Ich dachte eigentlich, das wäre noch. Da wäre noch was. Aber da war dann wohl doch nichts mehr. So, es geht hier lang weiter, weil es geht immer hier lang weiter. Ja, ist einfach so.
War schon immer so und wird sehr wahrscheinlich auch immer so bleiben. Außer mit dem Patch 2.3, glaube ich, der dann jetzt auch mit der... Ich glaube, der soll zeitgleich mit der Dings, mit der Season 4 kommen. Außer da ändern sie es dann, aber ansonsten geht es hier drüben weiter. Zumindest hatte ich das irgendwie so in Erinnerung. Ich kann mich natürlich auch irren, aber tue ich nicht. So, hier geht's weiter. Bin ich fertig ausgerüstet? Ich bin mehr oder weniger fertig ausgerüstet, ja. Die Bibliothek des Schicksals. Wollen wir doch mal schauen, was Rakanoth meinen vier irren Freunden entgegenzusetzen hat. Gar nichts. Schätze ich mal. Schwupp. Tja. Das war nichts. Da ist endlich mal ein Plan für ein Set dabei gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon welche habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, das war mein erstes. Nee, doch nicht ganz. Komm, schneller. Ich habe keine Zeit. Die Season endet bald. Der Patch kommt. Und dann muss ich hier weitermachen können. Schade eigentlich. Ich hätte echt gerne noch ein bisschen weiter... echt gerne noch ein bisschen weitergemacht. Ich muss nicht immer neu. Ich habe auch schon überlegt, ob ich aufhöre, die Seasons zu spielen, aber ich war schon immer ein Season-Spieler. Okay, bei Diablo 2 gab es in dem Sinn keine Seasons, da gab es die Ladder, aber auch da habe ich schon immer mitgemacht. Ist ja immer ein bisschen härter noch als das Normale und es gibt natürlich dementsprechend dann auch noch ein paar Items, die du so nicht kriegst. Wobei es dann natürlich auch, da geht es auch nur um die Gear eigentlich. Weil man kriegt die Items ja doch. Man muss halt quasi nur warten, bis die Season vorbei ist und dann kann man sie ganz normal mit einem Non-Season-Charakter auch finden. Es wird ja alles übertragen. Geht ja dann rüber in die Non-Season. Alle Items, die man diese Season gebunden nur zu finden gab. Die gibt es dann halt auch in der wenn man nicht die Season spielt. Aber ich will halt noch nicht so lange warten, dann. Ganz einfach. Sage ich auch ganz offen. Das war früher bei mir mit Filmen und sowas auch so. Es musste immer Kino. Ich wollte nicht warten, bis sie auf DVD oder Video rauskommen. Oder spätestens halt dann in der Videothek, weil ich nicht warten wollte, bis sie irgendwann im Fernsehen laufen. Wobei man ja früher, konnte man ja ungefähr davon ausgehen, so ein halbes Jahr, nachdem sie im Kino gewesen sind, kamen sie auf Video oder DVD. Früher halt auf Video, ne, VHS oder Beta oder Video 2000. Kennen die alle gar nicht, gell? Was ist Beta? Ich kenne nur Beta-Versionen. Ist das das Gleiche? Nein, ist nicht das Gleiche. Das waren zwei komplett verschiedene Systeme, die sich wie es mal eine Zeit gegeben hat, wo es die... was war das? HD-DVD, glaube ich. Und die Blu-ray gegeben hat. Die Blu-ray war von Sony und hat sich dann im Endeffekt durchgesetzt. Und, oh. Ja, ist ja gut, ich guck sofort. Ach so. Ich bin voll im 7 Days to Die Fieber. Ich drücke hier wohl die falschen Knöpfe die ganze Zeit. Gibt's doch gar nicht. Geh wie jetzt? Kommen da Freunde oder was? Hallo? Hab ich nicht gerade? Ach so. Oh, schön. Quiek? Was bitteschön ist Quiek? Wollt ihr mich verarschen? Quiek. Ich glaube, es geht los. Na toll. Direkt einer meiner Gefallenen reingehauen. Und Diablo hat mir irgendwas ins Ohr zu rülpsen, aber... Nee, der rülpst ja nicht so. Ist ja Asmodan, der so rülpst. Wobei mir die deutsche Stimme, ich glaube, die englische ist nicht ganz so schlimm. Ich habe es auch eine Zeit lang auf Englisch gespielt. Ich habe es anfangs auf Deutsch gespielt, bis ich so die ersten zwei, drei Male durch hatte. Und wusste, was mir die Leute so zu erzählen haben und worum es geht und bla bla bla. Und dann, weil ich kann zwar relativ gut Englisch oder ziemlich gut Englisch sogar. Aber ich verstehe halt auch nicht alles. Ich kenne nicht alle Wörter. Wenn dann so ein bisschen was vielleicht mal aus dem Zusammenhang gerissen wird, auch weil ich halt auch nicht immer aufpasse, dann mag es halt durchaus sein, dass ich mal irgendwas nicht kapiere oder irgendwas verpasst habe. Und dann ist es ärgerlich. Aber wenn ich sowieso weiß, worum es geht, dass ich hier nichts verpasse quasi, dann juckt mich das auch nicht wirklich weiter.
Ja, jetzt hier zum Beispiel, weiß ich nicht genau. Ich glaube, ich krieg jetzt hier gesagt, dass ich muss erst noch irgendwas anderes. Ich muss dieses eine Höllenportal, ein Höllenportal schließen oder irgend so ein Zeug. Achso, hier findet und vernichtet den verderbten Auswuchs unter dem Tor, unter dem das Tor zur Hölle auf der ersten Ebene der Gärten der Hoffnung verborgen ist. Ja, sag ich doch. Das Tor zur Hölle. Das muss ich einmal hier schließen und einmal noch auf der nächsten Ebene dieser komischen Gärten hier. Und dann komme ich da hinten durch. Das ist auch hier mal unter einem... Warum zum Geier habe ich jetzt meine Dings abgefeuert? Oh Mann. So eine Shitty-Kacke. Das ist quasi der Shitty-Kacker-See. Wenn man es mal so nimmt. Es blinkt und leuchtet und ich kann gleich meine, zum größten Teil zumindest, meine Skills dann auch wieder abfeuern. Rechtzeitig zum Wächter. Zu diesen komischen 8-Arme-Kerlen da. Ne, nicht 8, 4 sind es. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall machen die ordentlich Schaden. Die haben mich schon mehr als einmal in Bedrängnis gebracht, wenn ich ehrlich sein soll. Oh, da kommen gleich... Oh, nicht so gut. Oh, Arkan. Nee, ich sehe hier nichts. Lass mich hier raus. Oh, kleine, miese... Fatze. Okay. Ja, ich sage euch, ich werde hier Hammer schlagen. Hammerdämon oder sowas. Ah, heißen die, glaube ich. Oh, mach keinen Scheiß hier, Alter. Okay, jetzt habe ich vor Schreck vergessen, was ich sagen wollte. So ein Kacke. Achso, ja, ich sag Wörter, die ich normalerweise nicht so häufig benutze. Weil ich mir einfach denke, ist mir jetzt scheißegal, ehrlich gesagt. Ich will nicht ständig Rücksicht nehmen, das Spiel ist ab 16. Ich versuche darauf zu achten, dass es nicht allzu krass wird. Ich werde das auch in 7 Days to Die, werde ich auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Ja, ich rede dann halt, wie ich normalerweise rede. Ich kann zwar schön und ordentlich und ich habe schon wieder meine... Skills abgefeuert, meine Fresse. Bin ich denn wirklich so blöd? Bin ich wirklich so blöd, so dermaßen? Wow, ihr seid ja schon... Ihr wart ja quasi jetzt schon fast tot, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Bevor ihr gelandet seid. Ich habe schon wieder meine Skills abgefeuert. Ich glaube, ich habe irgendwie meine Finger nicht mehr so ganz unter Kontrolle. Was ist das hier? Altersdemenz jetzt schon mit 42. Beeilen Sie sich, heute noch im Sonderangebot. Ja, Altersdemenz. Jetzt schon bei Ihnen im Lichtspielkino. Brunnen des Segens. Wow, halt ein Leben wiederhergestellt. Was? Wie? Wo? Wieso war das so viel? Das kann ja kein Mensch lesen, Mensch. Huh. Ein bisschen Gold. Ein kleines Büschen. Naja, glücklicherweise ist der vierte Akt ja relativ kurz. Ja, von daher ist die Chance eigentlich relativ groß, dass ich den vierten Akt auf jeden Fall noch schaffe, bevor die Season endet. Im fünften, naja, ich denke, also es ist, natürlich ist das zu schaffen. Die Frage ist halt, ob ich das schaffe in der Zeit. Ich bin ja leider auch etwas limitiert, was meinen Festplattenspeicherplatz angeht. Ich habe mir immer noch, habe die 3 Terabyte, die mir abgeraucht sind, immer noch nicht ersetzt. Weil es einfach Wichtigeres gibt. Aktuell muss ich erstmal gucken, dass ich hätte gerne einen neuen Prozessor. Es wird dann wohl auch ein Intel, kein AMD mehr. Das heißt, ich brauche auch ein neues Board und dafür gehen dann schon mal etwa 300 Euro drauf. Für Board und Prozessor. Ansonsten bräuchte ich ja nur einen Prozessor. Aber jeden, den ich frage, sagt mir, nee, geh lieber gleich auf, nimm lieber gleich einen Intel. Da hast du im Endeffekt mehr von. Ja, stimmt ja auch. Also AMD war zwar schon immer langsamer,
Und ich denke auch, was den Stromverbrauch angeht, ist schon immer etwas schlechter. Natürlich gibt es CPUs von AMD, die schneller sind als CPUs von Intel, aber ich denke immer die Top-Modelle und auch die Mittelklasse-Modelle, also wenn man sie wirklich, wenn man wirklich anständig vergleicht, adäquat vergleicht, also so, dass es auch wirklich was bringt. Nee, ich will jetzt hier keine, ich will einfach nur die Story. Ich will einfach nur die Story schnell durchmachen. Wenn man so adäquat vergleicht, dann war AMD immer langsamer, mehr oder weniger zumindest. Es mag sein, dass es mal Zeiten gegeben hat, wo der eine oder andere vielleicht auch mit dem Vergleichsprozessor von Intel schneller war. Aber alles in allem war AMD immer langsamer, aber halt auch deutlich günstiger. Also Preis-Leistung war AMD eigentlich immer besser. Irgendwas motiviert mich, wenn ich diese komischen Dinger hier platt mache, motiviert mich immer irgendwas, meine Skills abzufeuern. Ich weiß nicht warum. Ich habe jetzt eben schon wieder den ersten abgefeuert. Ich habe keinerlei Vorstellung, warum ich das getan haben könnte. Ja, AMD und Intel. Der alte Krieg. Aktuell ist es definitiv wohl so, dass AMD jetzt doch deutlich ins Hintertreffen geraten ist. Früher war wenigstens Preis-Leistung war AMD immer deutlich besser. Also man hat für sein Geld mehr Leistung bekommen als bei Intel vergleichsweise. Und selbst das hat sich jetzt mittlerweile wohl geändert. Und deswegen werde ich, bin eigentlich schon jahrelang, ich weiß gar nicht, ich habe, was war denn mein letzter Intel? Ich glaube, mein letzter Intel war ein Pentium 3. Pentium 3, glaube ich, 700 MHz oder irgend sowas. Oder war es schon ein Pentium 4? Ich weiß es nicht mehr, ob ich noch ein Pentium 4 hatte oder ob ich da schon auf AMD umgestiegen bin. Ich weiß es nicht mehr. Also ich bin auf jeden Fall schon seit Jahren, AMD-Fan, überzeugter AMD-Fan. Ich bin auch von Nvidia auf die ATI-Karten, die ja mittlerweile auch AMD-Karten sind, umgestiegen. Aber später. Also Nvidia hat mich länger überzeugt als Pentium. Und auch da bin ich jetzt ehrlich gesagt im Überlegen, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich werde mir dann eine R8 oder eine R7 R8 oder R9. Nee, eine R9, so. R9, 280 oder 270 holen. Einer von den beiden sollte es mindestens sein. Ah, lass mich raus da! Jetzt klingelt mein Telefon schon wieder. Ich kann nicht, verdammte Axt. Nein, ich hab's. Oh, fast hätte ich nicht gesehen, verdammte Hacker hier. Können wir jetzt hier nicht einfach gehen. Boah, so vieles fern. So vieles fern. Ja, du bist einfach abgehauen, sag mal. Weh, jetzt klingt gleich mein Handy. Weh, gleich klingelt mein Handy. Ich hoffe, es war kein Kunde. Bitte, bitte. Kein Kunde. Ich habe eine Kundin, die wollte noch eine Änderung an ihrer Webseite haben. Ich hoffe, dass die nicht. Ja, normalerweise schickt sie mir eine E-Mail, wenn sie was haben will. Aber ab und zu ruft sie halt auch mal an. Es ist jetzt 11:30. Meine Frau ist noch am Arbeiten. Die arbeitet noch bis 12 heute. Deswegen, sie dürfte es eigentlich nicht gewesen sein. Ich muss dann gleich mal gucken jetzt. Wenn ich hier fertig... Wenn ich hier fertig bin... Die Aufnahme geht ja nicht mehr lang. Die 20 Minuten sind ja schon durch. Ich gucke, dass ich noch in die nächste Dings reinkomme. In die nächste, weiß ich nicht, Ebene, das nächste Level, das, keine Ahnung. Ich muss in dieses Höllen,
dieses Höllenportal finden und schließen. Ich würde ja mal fast sagen, wenn ich das geschafft habe, dann... Oder spätestens, wenn ich das geschafft habe. Am besten so bei 25 Minuten. Das wäre natürlich perfekt, wenn ich so kurz vorher das entsprechende Höllenportal... Hier ist es schon mal nicht. Hier ist der Ausgang. Ja, dich kenne ich schon. Dieser einzelne, unique Gegner, der kommt immer... Schade, ich habe jetzt ein bisschen gehofft natürlich, dass hier der... Und dass hier der Dings ist. Und das Höllenportal, das noch zu schließende. Aber dem war natürlich nicht so und hier natürlich auch nicht. Irgendwo, irgendwann... Hier ist nochmal so ein Special, ein kleiner Dungeon, Nebendungeon, den ich nicht haben will. Heiliges Sanktum. Tja, dann laufen wir mal noch ein bisschen schnell rum. Schnell noch ein bisschen rum, so rum. Bitte richtiges Deutsch, junger Mann. Bitte richtiges Deutsch. Sonst wird das nichts. Da war ich oben und unten noch nicht. Wo gehe ich zuerst? Ich glaube, ich gehe zuerst nach oben. Na, wenigstens habe ich hier schon mal so ein komisches, wie heißen Dinge denn überhaupt hier? Verderbter Auswuchs. Kann ja grundsätzlich schon mal nicht schaden, so einen verderbten Auswuchs zu haben. Weil es ja unter Umständen... Ach, scheiße, doch nicht. Hätte ja sein können. Gut, dann also doch hier unten vielleicht. Oder oben ist auch noch... Daneben dran war auch noch ein bisschen was. Aber hier könnte auch noch was sein. Naja, könnte. Da ist natürlich... Ist auf jeden Fall was, aber... Frage ist halt... Oh, auch nicht. Es ist jetzt quasi als Kollateralschaden zerstört worden. Es ist gar nicht, ich hab's gar nicht direkt angegriffen. Das zeigt aber deutlich, da ist nichts. Kein Tor zur Hölle. Das man mal besser schließen sollte. Auch hier nur ein aufgespießter Engel. So, dann hatte ich gesehen, war daneben noch was. Beziehungsweise da oben noch was. Ah, guck mal, hier ist auch noch leer. Jetzt habe ich schon wieder den ersten Skill abgefeuert. Ich würde echt gerne mal wissen, was mich dazu ständig motiviert. Hey, den sollst du kleppen. Ach, das war's schon. Na gut. Achso, das war einer von meinen... Von meinen gefallenen Idioten. Ach ne, Irre. Entschuldigung. Gefallene Irre, nicht gefallene Idioten. Ja, so wie es aussieht... Ich bin mir nicht sicher... Könnte es unter Umständen sein... Dass ich es nicht so ganz schaffe... Theoretisch noch etwa anderthalb Minuten. Ich habe schon wieder mein Dings abgefeuert. Wenigstens nur die ersten zwei. Die erholen sich ja relativ schnell. So, und diesmal auch gar kein langes Rumgezacker. Ich mache mich direkt auf den Weg. Direkt auf den Weg zum Kerl. Normalerweise tiger ich ja noch immer rum und krabbel noch alles auf und töte möglichst jeden Gegner. Aber ja, sehr intelligent. Sehr intelligent. Mein Schildstoß genau dann anzuwenden, wenn der Typ gerade sein Schild hochgefahren hat. Ja. Läuft, Mario. Läuft. Du weißt, wie es geht, Mann. Hier, Zwergi. Mach mal jetzt einen Aufstand. Fall gefälligst um. Ach, hier ist da irgendwo ist ja Nest. Da muss doch irgendwo ein Nest sein. Ich wollte eigentlich nur schnell zum Dicken da oben. Zum Hammerschmied oder wie auch immer der Knopf da heißt. Was denn jetzt? Den Chef? Hier muss doch irgendwo ein Chef sein, sonst würden hier keine Sphären rumkrabbeln. Ah da. Alraune der, was war's? Der halb ausgeweitete? Der ausgeweitete. Alraune. Ist das nicht so eine komische magische Pflanze? Laut Harry Potter schreit und quiekt sie, wenn man
wenn man sie... Fallt um! Ihr seid gar keine Bollwerksdämonen. Ihr tut ja bloß so, als seid ihr, wärt ihr Bollwerksdämonen. Das ist jetzt, glaube ich, schon mindestens das zweite Level ab, das ich hatte in diesem... Ach nee, ist nicht wahr. Ey! Würdiger Lohn. Ja, man muss eigentlich muss man immer nur seinen Schlägen ausweichen. Und schon ist alles nur halb so wild. Vorausgesetzt, man schafft das. Ach, ich bin falsch gelaufen. Natürlich bin ich falsch gelaufen. Ach, da kam schon mein... Ach so. Ich dachte, ich müsste erst noch mit dir reden. So, dann renne ich jetzt noch schnell... zum Ausgang aus den Gärten der Hoffnung, Ebene 2. Und dann, oh, falsch. Und dann werde ich hier Schalus machen für diese Runde. Aber erstmal spazieren wir noch ein bisschen durch die Gärten der Hoffnung. Schöne Gärten, hängende Gärten. Wieso kriege ich eigentlich nicht angezeigt, wo ich hin muss? Irgendwie irritierend. Ah da, jetzt kriege ich mein Pfeilchen. Ich meine, ich weiß ja, wo ich hin muss. Das ist nicht das Problem. Das Problem war jetzt halt nur, dass ich nicht angezeigt bekomme, wo lang... Dass ich nicht angezeigt bekomme. So, war es richtig. Wird's richtig. So wird ein paar Schuhe draus, hat Huibu immer gesagt. Oder hat er Stiefel gesagt? Ich habe keine Ahnung. Nee, du bist doch... Tyrael. Was ist jetzt schon? Die Silberzinne. So. Dann würde ich sagen, gehe ich nach Hause. Fertigkeit kann hier nicht benutzt werden. Willst du mich verarschen? Wieso kann ich hier nicht benutzt werden? Wieso kann ich nicht flüchten? Warum kann ich nicht flüchten? Keine Beachtung soll ich ihm schenken. Gut, dann lauf halt einfach durch. Na toll. Das hat er alle meine Dings. Aber hier kann ich jetzt raus. Ja. Gut, dann soll es das gewesen sein von mir für diese Runde. Falls euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Schreibt mir was in die Comments. Oder abonniert meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Achso. Ihr dürft jetzt, wenn ihr wollt, mir gerne hier noch zugucken. Was ich hier habe und was ich hier nicht habe. Beziehungsweise was ich... Was ich nutze und was ich nicht nutze, das nutze ich nicht. Vielleicht... Ja, ich muss mir früher oder später überlegen, die Hose zu wechseln. Ich kann sie nicht mehr allzu lange... Ich kann das nicht mehr allzu lange vor mich hinschieben. Irgendwann demnächst habe ich was dabei. Hier ist ordentlich. Hier ist Leben pro Treffer. Hier ist auch Leben pro Treffer, sogar noch mehr. Maximaler Zorn. Ich denke, schwupp. So, den Rest verbraten wir jetzt, wie gewohnt. Ja, war doch tatsächlich. Ich habe tatsächlich einen weißen Gegenstand dabei gehabt. Hallo? Was nun? Was sollte das denn jetzt? Sehr seltsames Benehmen. So, dann müssen wir noch... Achso, hätte ich auch anders machen können. Hier. Aukills irgendwas. Ich gucke mir das jetzt nicht an, ich habe keine Zeit mehr dafür. Dann verräume ich das noch schnell. Zip, 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 zip und zip. So. Und jetzt aber. Macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.